Liebe Videofreunde, bevor Sie sich das Videoprogramm Ihrer Wahl anschauen, bitten wir Sie einen Moment um Ihre Aufmerksamkeit. Dieses Videoprogramm ist nicht für Kinder geeignet. Ja, hallo meine Fotzi-Bärchens und herzlich willkommen zu einem weiteren Unboxing. Heute geht es um ein Gefährt, aber bevor wir zu dem Gefährt kommen, kommen wir erstmal zu was? Einem Gebräu. Einem Gebräu. Was ich sag mal, Gude nach Hessen, schöne Grüße an den Herrn Odin Grimbart und die ganze Bagage da. Bier aus dem Herzen Europas. Anstich 2000. Hallo, ich bin der Steine in meinem Leben, im Herzen von Europa. Geil. Ja. Hessen, ja, 5,0%. Wasser, Gerstenmalz, Hopfenextrakt und Hopfen. Ausgedacht und rausgebracht von Gude. Gude. Ich bin mal gespannt, das ist mir gar nicht aufgefallen, als ich da durch diesen örtlichen Getränkeverein gelaufen bin. Das ist das hier 033, das passt ja super zu unseren neu erworbenen Dab-Gläsern vom Trödelmarkt in Wambel. Aber ich würde sagen, den ersten Schluck aus der Kanne, oder? Zum Testen, oder? So. Ja, wir müssen erstmal einen Geruch. Ach so, ja, stimmt. Ja, heute machen wir wieder Professional. Ach, jetzt geht das wieder los, ey. Ja. Hm. Herb. Ach, warte. Herb. Ich schütze mal ein einfach. Ja, komm. So, ja, klar. Einschütten, einschenken, einschenken, einschenken. Schau mal, wie das schön plopp, 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 plopp macht, ey. Plopp, 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 plopp. So. Haben wir den Schaum? Das ist sehr schön, ja. Warum habe ich denn so wenig Schaum? Kriegst du den Schaum auch noch gut hin? Ja, der ist ähnlich wie bei mir. Ne? Ja, das ist ähnlich. Ja, das habe ich immer noch nicht gerochen. Also das sieht ganz schön... Also Glase, also nicht Schaum, Glase. Schaum kriegt eine stabile 6. Oh, der Geruch ist aber ein bisschen komisch. Oder ja, das ist mehr an Hopfen halt so. Also, weil das ist ja auch nicht so unbedingt so angenehm, so, wenn du den puren Hopfen riechst halt so. Herb, ich habe ja mal vom Bodensee welche mitgenommen. Und wenn du den in die Hände zerreibst, der kriegst du nie wieder ab. Der klebt so harzig. Das ist so geil, ey. Man, das man immer so könnte, ne? Ja, ablecken oder wie auch immer. Hopfen rauchen, ja, neue Trendsportart. So. Ja gut, dann. An die Seite. Der Schaum ist bei mir jetzt nicht so toll, ne? Also. Nö, bei mir ist so ein stabile 6, weil der war eben gut. Natürlich lässt der... Mir war so ein bisschen 5. Ja, okay. Geruch ist... Hopfig? Oh, ich sag mal 6. Finde ich jetzt auch nicht so... Ja, geh ich mit. Ja, ja, ja. Die Farbe, der sieht sehr... Sehr glasig aus im Glas, nein, wie sagt man denn dazu? Nicht so wässrig? Durchsichtig. Ja, sehr durchsichtig. Also ja. Fast, oder kann man mich da durchsehen? Weiß nicht, aber. Aber das Wichtige ist ja der Geschmack, ne? Jetzt mal hier testen. Gude. Angenehm. Ja, finde ich auch. Sehr angenehm. Aber herb, sehr herb. Ja, jetzt so ein bisschen, aber. Ich finde es sehr herb. Da ich ja immer mein Gesicht so schön verziehe, ne, beim Bier trinken und so, das. Aber angenehm. Jetzt. Da kann man vor allem auch gut mal so einen Schluck zu nehmen, halt so, weißt du, sonst ist da so zwei, drei so gluck, gluck, gluck. Und dann reicht das auch. Nee, ja, da kann ich mir gleich nochmal einen schicken. Ja, mach doch mal, dann zieh ich mit. Mhm. Nee, doch. Oh, jetzt wird's schon wieder. Das ist ganz lecker. Jetzt kommt der Schaum wieder. Das ist ganz lecker. Ja, super. Das kann man mal machen. So, aber kommen wir einfach mal zu unserem heutigen Gefährt. Hier habe ich es an die Seite gelegt. Und zwar haben wir den Wind Raider von den Masters of the Universe Origins. Super, super, super schönes Teil. Was mir gleich auffällt, er ist auf jeden Fall größer als der Originale, als der Vintage. Aber wir gucken natürlich auf die Abenteuer der Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Oh, nein, doch! Oh, das Grauen! So, was haben wir denn da? Boah, da sind aber viele Details da hinten, so, ne? Da gerade im Hintergrund die Mannequins da. Wer ist denn das? Ich muss mal ein bisschen so. Ich sehe das gar nicht richtig. Skeletor auf jeden Fall. Beastman? Beastman würde ich sagen. Das weiß ich nicht, was das ist. Und da links mit der komischen Axt. Das ist auch was Unbekanntes. Das könnte Zodek sein. Warte mal. Ja, da ist doch, oder? Ja, ich muss mal gucken. Ja, aber das ist Zodek. Aber geil ist halt wieder mit dem Folierten, ne? Dass der Wind Raider jetzt auch wieder so foliert ist, glänzend ist. Ja, und im Vordergrund halt Man at Arms, Teela und He-Man, der gekonnt einem Schuss ausweicht. Ja, tatsächlich. Und da ist ja auch noch. Also, guck mal hier, das ist auch ein Wind-Trailer. Aha. Aber in Evil mit so einem Gehirn und Schädel oben drauf. Hier oben ist der Anker. Hier sind die Flügel. Da kommt noch einer? Oh, das fände ich ja geil. Gab's früher nicht, aber, oder? Nee. Weil du hast ja so ein paar Pro und Contra gehabt, ja, mal dieses Schwert. Ja, ja, klar. Ne, das Schwert und den Screech hier, das kommt noch zu Soa. Das finde ich ja geil, weil der hat auch Drachenflügel da dran. Geil.
Ja gut, die sind ja austauschbar. Dann haben sie den normalen Mold wahrscheinlich, ne, und dann andere Kolorierung. Das für, also wenn sie das Gefährt rausbringen, das würde ich mega feiern. Cool. Geil, ey. Mhm. Oh, Castle Grayskull da hinten noch, ne? Hier, Faker Look da noch, Look da noch hervor. Jo. Der ist wohl gerade entweder gelandet oder abgeschmiert, weil das Rauchschwaden sind. So, okay. Wir, aber guck mal hier, wenn du die Castle Grayskull hast, dann kannst du den da oben auf die Zinnen setzen. Ging das nicht früher auch? Nee, das konntest du mit dem Talent Fighter früher. Aber nicht mit dem Wind. Aber da eben, da, man konnte was da draufstecken. Halt. Ja, ja, also ich meine, das ist noch so aus so Werbebildern. Da haben sie das da gemacht. Na gut, dann wollen wir das gute Stück mal befragen. Ist da gar nichts in Deutsch hinten drauf? Oh, hier steht nur. Ach ja. Contoido. Veculo sorporte eine Base. Base. Was auch immer. Aber das, nee, wo war das denn her? Von diesem Spielzeugladen, ne? Ja, aus Mist Toys von Schmidt. Ja, da waren wir doch, beim Trödeln. Haben wir uns gesagt, so, ach, stimmt. Komm, ich erinnere mich. So ein schöner Tag. Ja. Wir fahren nochmal zu Schmidt Toys. Waren wir in Bochum und in Eichtinghofen sogar. Stimmt, da habe ich mir noch diese Galactic Empire 5er ja, Figur, ja, ist ja, da ja. Ja, das hast du ja schon wieder besprochen und hoch. Ja, also, ich habe jetzt aber auch nichts mehr. Ich muss demnächst mal wieder filmen. Ah, dann sollte ich vielleicht auch mal bei Real wieder gucken, ob ich was für dich finde. Ja. So. Ja, ich könnte noch das einladen. Das ging ach, guck mal, sehr schön. Auf hier. Das war fein. Ja, das war ohne hier. Verletzungen und so, weißt du, das ist schön. Diesmal ohne Blut. Warum habt ihr das, denn nur? Habt ihr das Hordak-Review gesehen? Da habe ich gelitten. Das sage ich euch aber. Ja, ja. So. Ich habe schon Kommentar. Nimm mal. Boah, so viele Beutel hier. Boah, Beutel. Boah. Boah, das ist aber ein schönes Blau. Guck mal, was das macht. Es ist blau. Oh, schön, ja. Sieht geil aus. Ja, davon habe ich mir jetzt tatsächlich auch nur einen gekauft. Also ich brauche noch einen davon natürlich für die Sammlung. Den kann ich euch auch nicht hinstellen, weil dieses Ding genau hier, diese Platte ist so klein. Hat keiner für den Gorn-Minister eine größere Drehscheibe mal über? Ja, das wäre schön. Auch eine, die sich leichter dreht. Guck mal auf den Dings. Komm, wir machen das so, du musst es hier auspacken. Ich muss es ja jetzt eh hier befreien. So. Du bist wieder der Beutelminister hier. Ich bin wieder am Beutel hier, Beutling. So, erstmal hier nochmal schön, kann ich euch mal zeigen. Hier habt ihr jetzt ein schönes Zusammenstück. Oh, alles kaputt gemacht. Nee. Hier ein Zusammenbau-Steckheft. Schon wieder alles auseinander. Mit dem Stand kannst du das auf Castle Grayskull packen, das ist natürlich geil. So, vielleicht solltest du dir das angucken, aber ich packe erstmal die Einzelteile aus. Guck mal hier, zwei Tüten. Ah, hier ist nur der Stand. Boah, so ein geiler Computer-Dings hier. Boah, kann ich den haben für Star Wars? Mit so einem Computer dabei, das ist ja auch geil, weil das gab es früher ja nicht. Früher war da kein Stand und gar nichts bei. Dann machst du dir so ein paar kleine LEDs da rein oder so, weißt du, wenn man den jetzt 10 mal hätte. Ach, guck mal, das sieht schon mal super aus hier, der Stand. Weil den könnt ihr ja gleich so nicht mehr sehen, wenn das zusammengebaut ist und ihr die Nahaufnahmen seht. Genau. Ne? Also, ihr müsst da ein bisschen ranzoomen, aber ich halte ihn schön rein. Halt mal schön rein. Ach, ey, ich kann es auch nicht machen. So, und hier, nee. Das ist natürlich geil hier. So, hier, ranzoomen. Bei der Macht von Grayskull, der ist schön. Also, das ist geil. Ist das denn? Ja, doch, das ist ein Sticker. Aber wer hat diese Sticker da drauf geklebt, so gerade als Kind? Hätte ich das nicht gedacht. Ey, pass mit dem Messer auf. Ja, ja. So, darf ich das schon mal hier festmachen? Ja, klar, du musst das ich dahin guck, ob das so ist, wie es. Ja, so ist ja, richtig, ne? Ja. Zu Hause schaffe ich das ja nicht bei Star Wars zusammenbauen. Mach mal einfach hier. Oh, na? Gleich bricht wieder was ab, ey. Ach, das geht. Nee, doch, das muss ja rein. Das muss ja einrasten. Richtig, ne? Richtig passen. Das waren die Flügel. Ach, du Kacke, warte, ich hab's. Fly, Robin, fly. Also die Flügels, ne, rechts und links. Ja, schön. Auch hier mit dieser. Aber das sehen wir ja gleich, ob das alles so ist, wie es früher einmal war. So, jetzt ist es hier. Oh, hast du den als Kind auch gehabt? Nee, den habe ich tatsächlich nicht als Kind gehabt. Den habe ich mir mal irgendwann günstig auf eBay geschossen. Ich glaube, ich habe 15 Mark oder so bezahlt. Okay. Das war so meine. Ach, das ist aber geil. Meine zweite Masters-Phase. Gab es drei Stück. Einmal Kindheit, dann war lange nichts. Ja. Dann kam wieder eine. Dann war wieder nichts. Und jetzt seit neuestem halt wieder. Aber ich Bock drauf. Ja, geil. Ich überlege mich gerade, ob das einer von meinen Friends hatte. Ja, das ist jetzt dieses Stand-Ding. Das steckst du extra nochmal jetzt hier rein. Dann kannst du das hier. Zeig mal das mal in die Kamera, dann hast du hier diese beiden Platten und kannst du hier so
kannst du jetzt. Das Problem ist, man sollte erst dieses Teil reinstecken und dann das. Steht da nämlich extra. Und jetzt kriegt man das nicht mehr raus. Nein, Quatsch. Oh. Das habe ich jetzt nur so gesagt. Komm, hör doch auf, ey. Ich habe schon wieder Probleme hier. Aber guck mal, ich glaube, das könnte man sogar. Ja, doch nicht richtig. Ich dachte, man könnte es wieder lösen. Es wackelt ein bisschen. Ah, das sieht schon geil aus. Geiler Stand. Also, ne? Der ist also echt schön. Der ist echt schön. Wie gesagt, gab es damals nicht. Ja, das ist cool, hier mit diesem Computer da dran. Obwohl, ich hätte den sogar nach hier vorne gemacht. Weißt du, dass der hier vielleicht irgendwo steht, wenn der so drauf ist? Weil, wie soll hier eine Figur vorstehen und das diese Controllings hier bedienen? Das wäre irgendwie besser gewesen an der Seite, aber... Das stimmt. Egal, aber diese Felsendinger finde ich super. Sowas will ich für Star Wars haben, Alter. Für hier so ein Raumschiff draufpacken, fertig, ey. Warum kriegt das... Ach, hey, Bro, das nicht hin. Ja. Hast du Probleme da? Ich habe Probleme, weil hier so ein... Wir sind, ach, guck mal, da muss man auch was festgemacht. Man muss es einfach nur drehen. Und dann so rausdrehen. Und dann haben wir es schon die ganze Herrlichkeit. Geil, 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 mal geil. Die Seite hier. Klack. So, er hat es geschafft. Ich prostatantiere nochmal ein Ding darauf. Da trinken wir erstmal drauf. So. Wir haben es geschafft. Ja. Habe ich schon dem Odin Danke gesagt für die Bierproben, weil wir haben noch 7 Stück vor uns. Ich finde es tatsächlich echt lecker. Und hier haben wir schon mal den, bevor wir das zusammenbauen, hier haben wir schon mal den Anker. Ne? Den kann man hier so ablassen. Ah, geil. Dann kannst du den hier wieder aufwickeln. Das ist ja geil mit so einem Ziehmotor. Weil wie heißt denn das? Weißt du, mit so. Ah, warte mal. Hier ist noch ein Knopf. Wow! Oh. Oh. Ich wollte gerade sagen, use the force. Aber du kannst hier mit dem Knopf. Das ist geil. Wenn du den Knopf drückst, dann so. Fett. Dann ja, und hier kannst du wahrscheinlich. Ja, kann da sich einer draufsetzen oder so? Bestimmt, ne? Also ja. Festhalten irgendwie oder wie auch immer oder so. Irgendwas oder? Geht da auf hier. Geil. So, jetzt stecken wir das ganze Ding mal zusammen. Ja, mach mal. Wir hier erstmal den Stand zur Seite. Die Flügelflosse hier. Habe ich euch schon den Stand gezeigt. Der ist echt toll. Hasbro, hier. Ich möchte Stands für Krieg der Sterne-Raumschiffe. So hart, mit Felsen und so. Ach nee, das ist ja einfach. Das ging, ne? Ja, das ging. Oh, guck mal hier, die ist auch schön fest. Guck mal. Also die bewegt und dann, ach so, ich dachte gerade, dann bewegt sich das hier auch, aber das war wohl... Das wäre geil, aber nein. Zauberei. So, und die Flügel natürlich. Ah, du weißt, wie rum die kommen, ne? Ja, so. Weil bei der Slave One, übrigens ach, jetzt Firespray-Raumschiff, ne? Heißt jetzt Firespray. Nein. Ja, das ist ja die Klasse. Das ist ja die Raumschiffklasse. Ach so. Schon immer gewesen und auch von IG-88 so ähnliche Raumschiffe. Ich glaube sogar, dass die Razor Quest auch fast zu oder irgendwie zu Firespray gehört. Oder so Werften sind das oder irgendwie sowas. Das ging sehr einfach. Und da waren die andersrum. Das ging sehr einfach. Ja, doch, aber ist und richtig. Das hält ja gut. Und ja klar, ich kenne es ja vom Original. Ja, jetzt packen gut. Wir das natürlich hier. Ist das Loch drin? Geil. Auf den Stand drauf. Na, hoffentlich kriegt man das auch wieder so gut ab. Ja, bei den anderen Sachen ging's. Ne? Oh. Boah, geiles sieht Gerät. Sieht fett aus, Alter. Geiles der sieht Gerät. Echt geil aus. Ein schönes Vehiculo. Mal hier von allen Seiten. Ohne die Flügel, weißt du, und so würde ich das nehmen für Krieg der Sterne. Also wir passen dann natürlich im Dings. Ich rede nur von Krieg der Sterne, ne? Ja, kann an meinem T-Shirt liegen, weiß ich nicht. Ach, ja. Du bist das. Aber hier, auch 30,99 finde ich, ist nicht zu teuer für sowas. Gab es den aber auch irgendwo mal für 25 oder so? Mhm. Wie die anderen sind? Also der ist immer bei 30 halt so. Ja gut, ich meine, der ist ja auch ein bisschen big. Die Fahrzeuge kosten immer 30. Hier, ah, okay, okay. Also Viecher dann 25 oder so? Genau, genau, okay, okay. genau. Aber das sieht geil aus hier auch mit dem hier, dass er das so. Oh ja, Tankdeckel hier dran und so. Ja, das ist sowas ist super, Alter. Guck mal, kannst du sogar so schieben. Ja, klar, du hast halt diese Knöckel, diese Kugel. Sehr, 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 sehr geil. Alleine mit den Aufklebern, das können wir ja gleich mal vergleichen. Oh, guck mal, hier sind zwei Bubbles, hier sind zwei Blasen drauf an dem Aufkleber. Das seht ihr jetzt nicht, weil es auf der anderen Seite ist, aber da sind zwei so kleine. Drückst du fest und dann ist gut. Ja gut, das kannst du wickeln. Aber trotzdem geil. Ja, mit diesen ganzen, guck mal, du hast hier noch zwei Hebel drin. Aber das hatte die damals nicht, ja, für diesen Knopf, dass er hier so dieses ablassen kann irgendwie. Das ist mega gut. Was? Aber drehen konntest du es. Rausziehen und drehen konntest du es. Ja, das. Was denn den alten? Zeig doch mal. Der alte kommt nach der Werbung, wenn wir unser Bier ausgetrunken haben und den zweiten Biertest machen. Bis gleich. The power shall be mine. You speak too soon, Skeletor. I have the power. Now the power is yours. Into mighty new ice treats from Streets. Masters of the Universe. He-Man and Skeletor. Frozen in delicious flavored ice. I will have the power. No, I have power. Now you have the power. Masters of the Universe at your street shop now. So, da sind wir wieder nach der Werbung. Und was trinken wir jetzt?
Ein Hessen-Quell-Landbier. Guck mal, mit einer netten Dame drauf, die direkt sechs Humpen vor sich trägt. Sechs hat sie? Nein, vier. Ach so, aber nein. Ich meinte die anderen beiden Humpen. Du wieder, ey. Entschuldigung. 5,0%. Da steht auch nur Alk. Da steht Alk. Nicht Alkohol, sondern Alk. Alter, auch geil. Ja, deutsche Reinheitsgebot, Kühl- und Dunkellagern. Ja. Aber das Wichtige ist ja hier der Klappentext immer, ne? Hier schön. Ja, mach mal. Hessenquell Landbier, traditionell gebraut mit besten Zutaten der Natur. Genießen Sie den feinmalzigen, milden Geschmack aus dem Herzen Hessens. Ja. Ja. Oh Mann, ne? Ich mach hier auf. Wer kann, weißt du? So ein schönes Feuerzeug bekommen. Ich weiß nicht, wo es her ist, aber da steht Abriss drauf. Das hört sich gut an. Ja. Machen wir heute auch. So. Magst du mir das einschicken? Aber dann habe ich vielleicht ein bisschen mehr Schaum. Der Gast ist natürlich immer. Ja, ja. Wir müssen das jetzt ja wieder teilen, ne? Wir machen das mal so. Ja, mach vorsichtig, ne? Das ist jetzt jeder was 250 Milliliter, ne? So. Kannst auch gerne drei Schlücke mehr nehmen. Oh. Na, da da ich aber, ist ja mal richtig Schaum. Ne, habe ich ein bisschen falsch auch eingeschenkt. Guck mal hier, wir kriegen den Schaum. Ein bisschen falsch eingeschenkt hast du, ja, die ganze Situation. Den Schaum kriegen wir ja auch noch hin. So. Boah, ich muss jetzt schon wieder... Aber wir hatten den Geschmack von dem Gude gar nicht bewertet. Was richtig. Würdest du einen Geschmack sagen? Ja, der war gut. Der war Gude. Ja, das könnte ich öfters trinken. Ich sag mal, eine solide 8. Ja, 8, ja. Bei mir ein bisschen weniger, bei mir 7. Ja, gut, aber gut, ja. Ist auf jeden Fall ein gutes Bier. So, jetzt haben wir hier erstmal den Schaum, der bei mir sich neigt, bei dir schon weg. Ist doch schon wieder weg. Irgendwas stimmt ja nicht. Vorhin auch schon, ne? Also, das ist, ja, aber wir haben ja die Kommentare gelesen, ne? Wir haben die Gläser jetzt gerade in der Pause. Hat er gemacht. Ordentlich gespült, mit Spülen ja. Und so, also so richtig ausgewaschen. Ich rieche sogar nach der Spüle, nice. Nee, das war nicht das Bier. Ist richtig sauer. Aber guck mal, die Farbe auch, das sieht schon aus wie Morgenurin halt so. Von der Stärke, finde ich. Also schau mal. Aber du hast noch viel mehr Perlungen da drin. Ja, bei mir ist hier gar nichts. Drei Bläschen. Ja, aber der Schaum ist bei mir. Ja gut, jetzt ist er auch gleich weg. Zwei. Ja, was soll ich sagen? Ja, gerade war ein bisschen, komm, ich sag auch zwei. Nee. Was? Direkt leer gemacht. Einmal so leer geatmet. Den Geruch hier auch noch. Hm. Der ist sehr mau. Ich finde das mau. Ja, das ist, als hätte das schon gestanden. Das tut mir leid, aber. Er hat es ja nicht. Also, wir haben es auch gekühlt. Also so ja, ist ja nicht. Ich habe das erst, wann bin ich aus Hessen zurück? Seit einer Woche? Ja. Anderthalb so? Ja, das sind ja keine. Das war ja, was ist denn ja, Verfallsdatum hier von dir? Das ist alles gut. 11.3.22. Ja. Alter, hätten wir noch Zeit gehabt. Ja. Ja, nee, Geruch ist nee. Zwei. Es ja, riecht ein bisschen auch. Nach Bier, aber... Nee. Aber wichtig ist ja was? Der Geschmack. Ist jetzt nicht so schlimm, aber mir fehlt Kohlensäure. Aber hier ist jetzt das ganz schön mauern Kohlensäure. Mir fehlt da was bei. Ja. Legen wir jetzt schon weg, das ist nur ein 4. Das ist also das Hesse Landbier, hier ist nochmal die Flasche. Aber ich weiß, es gibt Schlimmeres. Von daher sage ich. Ja, doch, eine. Oh, guck mal, jetzt die Sonne, wie sie in meine Hand strahlt und es so langsam hier leuchtet. Das könnt ihr gar nicht. Doch, ja, wir müssen noch ein bisschen beeilen, weil das Naturlicht hier ja. aus meinem Wohnzimmer geht auch langsam wir zur Neige. Wir sind ja mitten in der Waldhütte. Cabin in the Woods halt. Die Sonne was habe ich jetzt gesagt? Geschmack? Ja, 6. 6 noch, weil vielleicht 4, kommt was Schlimmeres. Ja, weiß ich nicht, 4. Ja, komm auf eine 5, lass mich noch hochpokern. Da musst du ja nicht, die Geschmäcker können auch ja, ja auseinandergehen. Nee, dann ich bin auch kein Uto-Fan. Nee, dann sag ich 4, du sagst 6 ja, und fertig. Die anderen Kategorien waren immer 2. Heute gewinne ich eh. Jetzt kommen wir aber zu dem, worauf ihr alle gewartet habt, nämlich den Vergleich von dem Vintage Wind Raider. Ja. Zu dem, oh, jetzt kommt die Sonne aber noch. Ach, jetzt kriegen wir hier Spotlights, ey, geil. Spotlight. Ja, die Farben sind hier natürlich total geil. Und? Der liegt ja auch im Schatten. Aber was direkt auffällt, der ist halt... Krass, guck mal, jetzt von hinten, ja. Wie klein. Drittel größer, mindestens. Ne? Ja, ja, wir machen mal hier Flosse zu von ja, Flosse ja. zu Flosse. Wenn ich hier sowas... Na so. Ja. Ja, das ist ja, das fast, extrem fit, ne? Kleiner. Krass. Und der hat halt nicht diesen geilen Button hier drauf. Hier muss er dann immer drehen, wenn er das Seil ablassen will. Ne? Ah, okay, also da gab es keinen Mechanismus oder irgendwas. Nee, nee. So. Ja gut, ist aber auch ein Spieleffekt. Ne? Ja gut, der Anker ist natürlich dementsprechend auch kleiner.
Aber hier konnte sich hier auch eine Figur dran festhalten, hier oben an dem Pinöckel. Oh, weiß ich eigentlich nie versucht. Weil, wie gesagt, das sollten wir gleich mal ausprobieren, weil hier denke ich fast, ja, stehen kann er auch nicht, weil dann so tief kommt er mit den Händen nicht, oder? Ja. Dass er sich einen festhält. Oder der Gelenke hier, könnte ja. Okay, könnte ja, dass er hier drauf stehen könnte sogar dann auf dem Anker. Ne? Können wir ja mal testen. Oder testen wir nachher mal. So, was fällt auf? Hier auch das Cockpit. Ne? Der hat so schöne Griffe in dem neuen drin. Das ist geil hier, so. Ja, also Podracer-mäßig. Das fehlt halt hier komplett. Ach, und, aber guck kein Sitz. Krass, der hat hier, ja, der hat einen Sitzmodul. Ja, klar, der hat einen richtig geilen Sitz. Geil. Oh, ja, und das ist das nächste Problem. Die Schwerkraft. Die Schwerkraft, nein, dass diese Flügel, wenn die nicht mehr so, die haften halt nicht mehr so gut da drin bei dem alten. Das war super geil, da das reinzuklippen und du kannst sie auch hier super arretieren und die fliegen nicht und ist schön und hinten auch. Das ist schon, ja, die fühlen sich auch anders als die anderen, ja, klar, das Material. Was ja, wir können es ja mal rausnehmen, guck mal hier die Flügel alleine, ne? Wenn man die mal so übereinander hält. Wie konnte der alte Wind Raider nur fliegen? Das ist ja viel, 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 viel kleiner. Krass. Was ich gerade noch sehe, guck mal hier bei dem Aufkleber. Hier ist diese Tachoanzeige oder was ist es hier, was weiß ich, so ein Echolot oder so. Auf der anderen Seite, also im neuen links, da ist es rechts. Ach stimmt. Hat auch die beiden Pac-Mans dabei als Knöpfe. Aber das ist da... Ja, das ist andersrum. Ja, alles stimmt. Das hier auch, diese Peaks halt hier. Das ist geil. Guck mal, die Ausschläge bei dem neuen hier, wie an so einem alten Verstärker, diese Peak-Dings, die beiden da. Das 80er ist cool. Eben. Die Tastatur sieht auch cooler aus, finde ich. Das sieht aus wie so eine, was weiß ich, Tastatur, das sieht keine Ahnung. Ach nee, das ist gar keine Tastatur, das ist auch ein Bildschirm. Das so ist wie Bildschirm. So ein Herzschlag-Ding da hin und her. Aber er hat die Aufkleber hier an der Seite, die hat er da auch. Er hat die gleichen Aufkleber an der Seite. Ja, das sieht auch sehr identisch aus. Das sieht bei dem neuen nur ein bisschen kleiner aus, der Aufkleber. Ne? Ja, ja, klar, weil er größer ist. Und wenn du den Aufkleber auf den neuen machen würdest, würde das genauso aussehen. Das ist logisch. Ach, guck mal, hier hinten ist noch so eine Düse, die hat er... Ach ja, der hat die hat er da nicht. Ja. Das ist schon mal ganz geil. Ja gut, die Turbinen, egal, auch hier ist er nicht richtig festgeklebt, da in der Ecke. Na, dann drück mal fest. Mach das lieber später bei einer Aufnahme. Ah, Quatsch, ja, drück mal fest. Jetzt habt ihr das nie gesehen, wie jetzt das gerade aussah. Jetzt habt ihr das nie gesehen, wie ich hier das Loch... Das sah fürchterlich aus, oh, ey. Mann. Ja, und was natürlich... Ach so, guck mal, oh, das machen wir gleich die Unterseite, sehe ich gerade schon. Aber lass mal Seite weitermachen. Hier diese... Ja, hier ist natürlich bemalt. Dieser Streifen, der ist nicht bemalt da. Genau wie hier Tankdeckel. Da dachte ich gerade schon, was ist das hier? So ein Tankdeckel drehst du auf für Öl, Tank oder so. Den hat der auch? Ja, aber nicht gewendet. Ja, genau. Und vorne ist natürlich hier geiler, diese Raketenturbinenspitze halt so, ne? Dass hier nochmal diese Ansaugstutzen sind, da ist halt einfach diesen. Obwohl, da sind ja, die sind ja auch da, kleine Moleküle. Die sind da auch, aber das ist halt, das ist so fisselig und ja, gut, aber. Tatsächlich. Also, es ist ja, und schon. Ja, dieser Aufkleber hier auch. Ja, hier ist auch wieder so ein bisschen. Es ist schon sehr gleich. Also, es ist genau. Hier unten der Aufkleber fehlt. Tatsache. Unter der Spitze. Den hat er nicht. Guck an. Ja, gut, die andere Seite brauchen wir nicht gucken, aber ich würde jetzt mal. Ja, gut, Unterseite ist bei dem natürlich. Ja, einfach nur glatt. Nix mehr. Ich versuche den mal. Alter, wie geil. Den kannst du so locker rausmachen. Ja. Das ist richtig cool. Das ist echt cool, Alter. Ich würde solche Stands für Star Wars. Wenn du jetzt mal hier Unterseite guckst, gut, ach, da ist hier alles modelliert und das wollte ich gerade zu den Rädern. Da ist einfach nur glatt. Mattel Incorporated Mexico 81. Ja, hier hast du noch 10610 BV stehen. Hier ist noch eine Zahl. GYY34. Made in Vietnam. Ja, hier ist. Alter, krass. Aber 2020 schon, ne? Ja, krass, ne? Aber ach, guck mal hier. Der hat auch Räder. Also der alte hat auch Räder. Ja, die sind glatt. Die sind glatt und jetzt. Hinten hat er richtig so ein bisschen. Gelände, ich weiß nicht, wie man es. Ach, guck mal, die sind aber auch. Da kannst du auch hier Glücksspirale machen, oder wie geht das hier? So ein Dingsspiel da. Geil, Alter. Also, man kann ihn auch tatsächlich als Pferd benutzen. Halt auch wie so ein Geräusch. Mal hier, siehst du? Ne? Der alte Pferd auch schön hier. Na gut, ja. Stimmt, wir machen mal den. Wir machen mal den Fahrtest. Ja, guck mal. Ja. Der rennt. Ja, das Geräusch ist geil. Kannst schön die Eltern mit nerven. So. Was meinst du, was sind die Eltern mit dem Dragon Walker? Ach, guck mal, den kann man ja. War das vorhin so schon drin? Den kann man so reinschieben? Nee, das habe ich ja gar nicht gesehen. Geil! Ach, krass! Weil der ist gerade so runtergefallen und pass mal auf, wenn man jetzt hier. Kann man den auch drücken? Nein. Ja. Aber vielleicht. Alter, fast ins Auge gekriegt. Hier, check mal, Alter. Geil. Nochmal ein Special Feature, das ist ja nice, das Alter. Das ist auch gut mit so einem.
guck mal, ich habe auch mal was entdeckt, Alter. Schön. Da ist so eine richtige Feder drin und so. Geil, Alter. Hier so, pow. Wow. Ja, was das sein? Nee, länger geht's nicht, ne? Länger, aber geil, Alter. Das ist ja mal fett. Vor allem hier. Ich weiß schon, wer nachher dran glauben muss. Beastman. Ja, ich wünschte, da muss Beastman glauben. Mal testen, Leute. Aber das ist ja geil. Sehr, 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 sehr schönes Gefährt. Geiles Spielzeug. Mir richtig gut. Ne? Und ich glaube, ich weiß, wie das Fazit ausfällt. Aber das Fazit seht ihr, nachdem wir das Bier ausgetrunken haben. Erstmal Prostapin. Ja. Ich lasse mir noch einen Schluck über. Na gut, dann machen wir jetzt nochmal Werbung und dann kommt das Fazit. Bis gleich. Aus Rider wird jetzt Twix. Sonst ändert sich nichts. Monstroid. When Monstroid gets wound up, it grabs, it lurches, it spins and thrashes, because just like Hordak, it's bad. Und wieder zurück nach der Werbung. Jetzt haben wir hier Schmuck, Schmucker, Odenwälder Hell. Naturbelassen, goldgelb, mild aromatisch. Sich schon mal schmackhaft an. Das hört sich schmackhaft an und der Herr da drauf, der wird ein Bierkenner sein. Der sieht fast aus wie Hans Albers, so ein bisschen. Oder wie es eine andere Ecke ist, ne? Aber ohne Scheiße. Ja, gut. Einzigartiges, weiches Odenwälder Wasser. Das ist geil, dass das schön nochmal in so einem Extrastreifen ist. Wie viel Prozent hat er denn? Achso, wie viel Prozent hat er? Es hat 5. Okay, ja, 0,5 Liter auf 5%, ja. Goldgelb, naturbelassen, süffig, dezente, bittere, leicht malzaromatisch. Aber schön auch mit dieser Schrift so, ne? Mm. Ja, das ist schon. Auch mal hier mit so einer Werbeding hier, ne? Achso, ich dachte, das wäre diese Hopfentabelle. Die gibt es ja auch zwischendurch. Bitter Eindruck, Hopfenaroma, vollmundig 3 von 4 Punkten. Ja, dann ist doch schon unsere. Ist ja unsere Wertung unser schon. Unser Urteil ist doch schon am Start, also. Jetzt wollte ich schon hier. Ach ja. Wir machen das hier wieder mit dem Abrissfeuerzeug. Abriss! So, jetzt gibt's Abriss, der Gast ist immer zuerst. Und wir haben den natürlich wieder gespült in der Pause. Ist richtig, ja, und eine Frikadelle gegessen. Eine Frikadelle. Vielleicht seht ihr das noch. Ich habe den Teller nie alleine gegessen dann. Was ist denn hier los mit dem Schaum? Ja, das ist ein Nicht-Schaumbier. Nee, das ist aber echt ein Nicht-Schaumbier. Sehr dunkel, das sieht aus wie Fanta. Ich versuche meins mal richtig rein zu göbbeln. Ja, ja. Ja, da geht es. Ah ja, dann kriegen ach, wir hier. Guck. Kriegen wir hier den Schaum auch noch hin. So. Okay. Ja, jetzt, now we are talking about Schaum. Yeah. Ey, ich habe viel mehr als du, hör auf damit. Ich will deinen Schaum nicht. Willkommen bei der Tagesschaum. Das ist 20:15 Uhr. Okay. Da haben wir den Schaum, der war ja eben 2 und gemessen an dem, was wir als erstes hatten und was wir jetzt haben, ist der Schaum auf jeden Fall eine 4 bei mir. Bei mir ist das eine 3. Also, ja, bei dir schon wieder weg, ne? Ja, das verdunstet, das geht jetzt schon in meinen Körper, ich weiß auch nicht, ey. Weißt du, das ist rausgeatmet. Ja, das atmet man schnell mal weg. Ah. Der Geruch, ich finde den angenehm, aber der ist jetzt auch nicht so penetrant, intensiv oder nee, das stimmt. Immer. Ist aber besser als das letzte, ich bin auch da bei 4. Echt? Na, da bin ich schon bei 6. Echt? Ja, obwohl bei dem anderen hatte ich auch bei 6, da müsste er ja besser sein. Na, aber ich sag auch eine 6. Echt? Das hat mit dem Pegel auch dann zu tun. Ja, ja. Okay. Ja, gut. Ja. Pingelingeling. Oh, das ist aber süffig. Boah, das ist sehr süffig. Das könnte ich mir auf Pegel wahrscheinlich mit mehr Kohlensäure aus der Kanne, aus der Flasche halt, ja, gut ziehen. Aber das ist kein Bier, was du einen Kasten von trinkst. Ich trinke ja eh keinen Kasten, mir reichen ja schon 8 und ab da wird es immer witzig. Was war letztens mit den 18? Das waren 18, da war ich bei den Jungs von Ingo White Elephant. Ja, mein Proberaum ist seit Jahren, ne? Und auf einer Hip-Hop-Veranstaltung und das Bier schmeckt, aber da gab es ja auch Kron und Hansa haben wir hinterher auch noch gesoffen und ja, aber ich finde, also komm, das ist, wie gesagt, mehr Kohlensäure und so, das ist jetzt, ich glaube, das ist Flaschenbier, weil jetzt im Glas ist das, guck mal hier, du hast hier, das ist so trübe, ja. Das ist richtig trübe und du siehst gar nichts an Kohlensäure, ich glaube, da ist auch nichts mehr drin. Boah, ins Ohr gespritzt, so. Doch, wenn das schüttelt, dann ist ein bisschen was. Aber es ist nicht so, ja. Da ist ja auch Kohlensäure drin, aber ich finde, die schmeckt ein bisschen, als wenn du so einen halben Tag eher eine Pulle Spule halb gesoffen hast und dann die Kohlensäure irgendwann auch noch so mau ist halt so.
Ja, was hast du jetzt Geschmack? Ah, trotzdem 7. Ja, okay, gehe ich mit. Das ist ganz lecker. Ja, das ist vergleichbar mit dem ersten. Vielleicht aus der Flasche, ja, eben, aber. Ah, gut, kommen wir zum Fazit. Wer gewinnt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, Freunde der Braukunst, ich bin mega, mega Fan der Vintage-Reihe, aber dieses Gerät ist einfach der echt geil. Überknaller. Das ist richtig, richtig gut. Also da gewinnt die Origins-Line auf jeden Fall. Ich hatte jetzt auch schon 2-3 Reviews mir archiviert, teilweise reingeguckt halt. Und da sind die halt auch total begeistert, die Leute. Also, ne? Und ja, ich habe vorhin schon gesagt, ey, Star Wars-mäßig, ich mache mir die Flügel ab, vielleicht anders anmalen, ey, für Black Series oder so, mache ich mal so ein Crossover. Erstmal, das Ding ist viel größer, dann alleine der Button, die Abschussfunktion. Das ist so geil, ne? Ja, da muss jetzt leider wieder jemand leiden und wir wissen ja alle, wer leiden muss. Beastman. Ja, und nachdem Beastman gelitten hat, muss ich ganz ehrlich sagen, die Origins-Version gewinnt, weil das ist ungefähr so, ja, weiß ich nicht. Das ist halt, wie das sich anfühlt. Ja gut, das fühlt sich natürlich. Guck mal, hier kann man auch schön so. Ja gut, könnte man auch machen. Also grob knackig. Also gleich fallen die Flügel wieder. Muss ich ganz ehrlich sagen, ja, da top, gewinnt top. Die Origins-Version. Auch hier alleine wegen dem Stand und dass man das so leicht voneinander lösen kann. Das ist super. Das ist bombenfester halt, du kannst es in alle Richtungen und kannst es auch wieder ab zum Spiegel, zum was weiß ich, Hammer. Das ist richtig geil. Ja. Guck mal hier, mit das Zeichen habe ich noch gar nicht gesehen, hier vorne. Da ist noch so ein Emblem, so ein Wappen. Das Grayskull-Wappen. Das ist Totenschädel. Von vorne auf der Torhaube. Geil. Geiles Teil hier. Da du ja davon so begeistert bist, ich sehe gerade, hier würden kleine Krieg der Sterne-Figuren schön reinpassen. Also wenn du das nicht mehr haben willst, dann... Nö. Ja gut, dann trinke ich halt noch ein Bier. Vielleicht kommt ja noch Weihnachten, ne? So. Ach, glaub, fällt aus dieses Jahr, ey. Ich trinke nochmal... Hier auf den Odin Grimbart, ne? Exakt, auf den Wir testen weiter im nächsten Video. Und, wie gesagt, ihr habt mein Fazit gehört. Die Origins-Version vom Wind Raider ist hammermäßig, Zucker, voll geil. Ich habe auch immer wieder Bock, diesen scheiß Mechanismus zu drücken. Direkt den anderen weggefunden. Ja, geil. Aber ihr wisst ja, zu viel Internet ist ungesund, zu viel mit guten Freunden abhängen, Bier trinken und mit Püppchen spielen oder mit Windrakes. Raumschiffe und so, das ist ein Gleiter oder so. Ja, Raumschiffe und so, geil. Super. Niemals. In diesem Sinne, gehabt euch wohl und jetzt, ihr wisst ja, was kommt, abschalten, ne? Abschalten. Beim DSD gibt es bestimmt auch noch lustige Sachen zu sehen. Weiß nicht, von dem Abend oder dem anderen. Egal, jetzt abschalten. Abschalten.